Da. DeVito und Schwarzen sind da. Danny DeVito und die Arnold Schwarzenegger. Werbel, lock sie mal an. Mittlerweile haben wir ein paar Spitzen gebaut. Oder auch nicht. Wir können sie auch erstmal da lassen, wo sie sind. Keine Schmerzen mit. Genau, Twins. Deswegen Schwarzenegger und DeVito. Alles klar, Barty, bis gleich. Das Dumme ist, ich kann es nicht bauen, wenn die da sind. Komm mal hier. Ja, komm her. Oder seid ihr auch verbuggt und springt jetzt 20 Meter? Okay. Okay, ja. Das sah jetzt auch nicht gesund aus. Es ist so geil, dass ich diese Falle immer noch höre. Versuch mal eben zu schlafen. Wenn sie da hinten sind, müsste das klappen. Hat's auch. Das ist doch nach meinem Geschmack. So, weg sind sie natürlich nicht. Das glaube ich auf jeden Fall nicht. Irgendwie ist das Wasser hier im Moment auch verbuggt. Habe ich gestern schon gemerkt, dass der hier nicht mehr rauskommt. Ja, auch gut. So, wenn wir schon mal draußen sind, nehmen wir die einmal mit. Ah, Kevin, du hast auch keinen Bock mehr, ne? Wir brauchen ja nur noch 24 Steine. So, dann futtern wir eben nochmal was. Jawohl, die sind alle abgelaufen. Ne, eigentlich zeigt er mir grün an. Bärbel ballert. Hä, ich hab doch ein zweites Mal getrunken. Warum hat der jetzt immer noch Durst? Ist er da in der Ecke, ey. Wow! Geht ja wohl gar nicht. Nee, ist kein Dämon. Wie gesagt, DeVito und... Stecken auch was ein. Stecken ein bisschen was ein.
Was ist das? Die war. Das. Haben wir auch schon mal in der Höhle gesehen. Haben wir schon mal in irgendeiner Höhle gesehen. So. Steine. Wird auch immer schwerer zu finden dann, ne? Wenn man schon ein paar gesucht hat. Nee, nee, neu sind die nicht. In der ersten Höhle hier da oben, da hatten wir die schon mal. Zweimal sogar. Das sind die Twins, genau. Versuch mal eben, den hier fertig zu machen. Damit wir, wenn die Ureinwohner kommen, auch wieder ein nettes Feuer haben. Schön wäre auch, wenn dieses Feuer, wenn wir es da reinbauen in den Kamin, nicht mehr kaputt geht. Weil ist ja ein Kamin. Würde ich cool finden. Ja, das kann gut sein, dass das Viech in der Wasserhöhle im Fenster noch als Gegner... Aber ist das Viech im Fenster, was du meinst, ist das nicht auch... ist das nicht auch das Vieh, was man in der ersten Höhle wegbombt, damit man weiter durchkommt? Ist das nicht dasselbe? Ja, ne? Ist es. Sehr gut. So. Ich kann gleich mal was trinken. Wir müssen noch viermal rennen. Viermal rennen, dann ist der Kamin fertig. Dann bauen wir da mal ein Feuer rein, in der Hoffnung, wie gesagt, dass das ewig hält. Was ich aber nicht glaube. Ach, trinken macht jetzt weniger. Guck an. Vorher zweimal, jetzt viermal. Ach, was rede ich? Wahrscheinlich sogar fünfmal, bis man ganz voll ist. So, Steine. Ah, jetzt hast du, jetzt erinnerst du dich, ne, an die, an das Vieh. Ich weiß nicht, gibt es da einen Jumpscare? Bärbel? Oh. Oh. Oh, da. Willst du nicht auf die andere Seite kommen, Kollege? Da hätte ich eine Falle sonst für dich. Hä? Das war ein Headshot. Oh, 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 oh. Cangrejo Knossi ist wieder da. Okay. Einen hat Bärbel. Ich muss unbedingt das Ding fertig machen. Damit wir wieder Leute verbrennen können.
Dann bauen wir noch ein bisschen Verteidigung, weil Winter ist. Haben wir ja gesagt. Ne, im Winter müssen wir jetzt noch ein bisschen an Verteidigung denken. Eine anderen Let's Playerin habe ich es Mopsi von und zu Mopsenstein getauft. Oh, noch ein dritter. Du hast es so getauft und sie hat es angenommen. Ist ja auch cool. Ist zwar ein bisschen lang, aber witzig. Übrigens, wir können ja mit diesen Steinen hier jetzt Mauern bauen. Catdog kennst du auch als Flickflack, Florian. Okay. Gronkh hat den ja auch irgendwann umbenannt, ne? Ich habe irgendwann zufällig gesehen, der hat ihn am Anfang auch Catdog genannt. Aber jetzt nennt er ihn irgendwie noch anders. Boah, geil. Drei Steine. Ich habe schon überlegt, wenn wir damit fertig sind und wir haben noch Bock, probiere ich mal. Also das können wir ja zwischendurch mal probieren, ob das überhaupt funktioniert. Ob wir so Art... Boah, wie heißt denn das? Fachwerkhaus. Ich weiß natürlich nicht, ob das klappt. So, Kamin. Ta-ta-da-ta. Ah, nee. Wir wollen ihn ja nicht wieder abreißen. Ah, okay, den setzt er auf jeden Fall da in die Mitte. Kann ich schon mal nicht woanders hinpacken. So, nee, ich will noch nicht. Ich will erstmal hier. So. Soll ich so tun, Frau Glöhr? Gut, anmachen müssen wir noch nicht. Obwohl, wir müssen uns das ja einmal angucken, ne? Das ist mal ein Kamin jetzt. Gut, wenn wir jetzt wieder... Ja, gracias. Oh, ich bin voll. Moment mal. Zement mal, Mäuschen. Zement mal. Haben wir Ruhe? Sieht so aus. So. Gucken, ob Kollege Kevin noch mal ein paar Steine gebracht hat. Jo, hat er. Das ist gut. Ja, er läuft auf jeden Fall besser als gestern beim Deathstream, ey. Wo die uns so überlaufen haben. Hole ich noch mal ein paar Steine. Einen hat Bärbel mir noch hinge... Habe ich den nicht schon aufgenommen? Anscheinend nicht. So. So.
noch weiter rausziehen, ne? Der letzte hier ist schon fast zu dicht. So. Gucken, ob wir das Ding hier mal eben zukriegen. Ja, mit drei Stück wohl eher nicht. So. Vier Stück wäre besser. Aber besser als nix. So, gucken wir mal, Kevin. Sehr gut. Jetzt muss ich aber auch bald mal wieder Bäume fällen lassen, so ein bisschen. Damit wir da weitermachen können. So. Einer muss da noch zwischen. Dann müssen wir uns einmal an den Balkon machen. Wir gehen mal einmal speichern. Kevin kann noch ein bisschen Steine holen, weil wir brauchen ja noch ein paar. Die können wir schon mal sammeln. ...101 Zuschauer? Nee. Da hast du dich verlesen, da stand bestimmt 10. Was wollte ich denn jetzt speichern? Ding ist ja auch, der Balkon soll doppelt raus, ne? Nicht nur so wie hier, sondern noch ein weiter. Ich hoffe, dass das klappt mit dem Abstützen darunter. Aber das werden wir dann erleben. So, wenn Kevin jetzt gleich das nächste Mal kommt. Dann müssen wir ihn, glaube ich, doch nochmal Bäume fällen lassen.
Alles klar, Bärbel. So, wo ist Kevin? Noch weit weg. Können wir nochmal eben Steine wegbringen? So, jetzt kommt er gerade nochmal. Oder auch nicht. Ich war der Meinung, er kommt. Kommt er da jetzt eigentlich durch die Tür? Oder wie machen die das, die Entwickler? Das wäre ja auch geil. Folgt mir mal wieder hier rüber. Gucken, das wird wahrscheinlich ein bisschen dauern, ne? Nö. Er kommt vorne rum, es ist unglaublich.